Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Rolf, Glückwunsch zum Sieg. 26-20 war am Ende eindeutig. Zur Halbzeit sah es aber noch gar nicht gut aus. Seid ein bisschen schwierig in die Pause gekommen. Ja, das stimmt. Da haben wir uns das Leben selber schwer gemacht. Wichtig war letztendlich, dass wir nach der Halbzeit auch weiter gut gedeckt haben mit einem hervorragenden Nils Dressrüsse dahinter. Und das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass wir dann auch in der Deutlichkeit gewonnen haben. Jetzt hat Nico Masbacher am Ende ja fast ein bisschen Pech und dadurch ist er auch ein bisschen hoch ausgefallen. Ja, natürlich, klar. Aber das ist uns ja auch schon passiert im Gegenzug, ne? Und man weiß, wie das ist. Aber wenn du halt so aggressiv weiter spielst, dann gelingen am Ende auch mal ein paar einfache Tore und dann ist es auch vermeintlich ein bisschen zu hoch, aber für uns sehr gut. Und dann nimmt man auch mal 2 Punkte mit, richtig. Jetzt haben wir noch 2 Auswärtsspiele in Melsungen und Flensburg. Ich weiß, zu Flensburg kannst du nichts sagen, weil Herr Kehrmann immer erst aufs nächste Spiel schaut. Gegen Melsungen? Ja, ist natürlich eine schwierige Aufgabe auswärts, aber ich glaube, wir konnten heute viel Selbstvertrauen tanken und diesen Aufwind sollten wir mitnehmen und dann gucken wir mal, was geht. Viel Erfolg dabei, Dankeschön. Dankeschön. André, herzlichen Glückwunsch zum Sieg 26-20. Ihr habt am Ende deutlich gewonnen und seid auch am Anfang recht gut ins Spiel gekommen. Ihr habt direkt immer geführt, ne? Ja, wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen, weil ich denke mal, wir mussten nach Berlin, mussten wir auf jeden Fall eine Reaktion zeigen. Und hat man von Anfang an gesehen, ich denke mal, die Abwehr war super gut eingestellt. Dahinter super Schlussmann mit Nils. Und dann fällt natürlich auch das Spiel offensiv ein bisschen leichter, wenn man weiß, dass man so einen Rückhalt hat. Mit 20 Toren in 60 Minuten hatte vielleicht nicht jeder mitgerechnet. Ne, so wie du ausschaust, gerade auch nicht unbedingt, ne? Nee, nicht wirklich. Zumal wir jetzt Gummersbach vorige Woche gegen Stuttgart, ich glaube 37 oder so, Tore gemacht hat. Die haben gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit mehr Tore gemacht als heute in den ganzen 2 Halbzeiten. Deswegen ist das ein bisschen unerwartet, aber das haben wir uns auch verdient. Das finde ich auch. Zwischendurch war es aber mal kurz zittern, da hat tatsächlich Gummersbach einmal geführt und was macht der Kopf dann? Ja, natürlich ist das erstmal so ein kleiner Schlag, aber ich denke mal, durch das ganze Spiel hat man gesehen, dass wir diese kleinen Fehler dann durch Kampf und Arbeit einfach wieder ausbügeln können. Und das haben wir dann zum Glück wieder geschafft und dann uns peu à peu wieder hervorgearbeitet. So, jetzt habt ihr 2 Auswärtsspiele, die noch vor der Brust stehen. Jetzt habt ihr nicht die Fans in der Halle hinter euch. Wie nehmt ihr das trotzdem mit in die Auswärtsspiele, dass ihr bitte Punkte mitbringt? Ja, das ist unser großes Ziel. Ich sag mal, zu Hause hier in der Lippalandhalle sah es bis jetzt eigentlich sehr gut aus. Nur in der Ferne, das ist unser Manko. Ich kann es leider nicht sagen, woran es noch liegt. Aber vielleicht fällt unserem Trainer was ein, was er noch uns einpflanzen kann. Und da versuchen wir natürlich endlich mal einen Auswärtspunkt zu holen. Attacke nach vorne, viel Glück dabei. Dankeschön. 26-20 für den TBV, das heißt keine Punkte für euch. Ihr habt am Ende ein bisschen arg hoch verloren, so die letzten Minuten ging nicht mehr viel bei euch. Nee, das ist, eigentlich kommen wir das ganze Spiel über nicht so richtig ins Spiel. Wir haben zwar immer so Phasen, wo es besser läuft, wo wir in der Abwehr ein bisschen mehr Griffigkeit haben, wo wir 1-2 einfache Tore machen oder im Angriff ein paar gute Lösungen finden, aber es war einfach über 60 Minuten viel zu wenig und am Ende machen wir viele einfache Fehler und treiben das Ergebnis unnötig in die Höhe und von daher ist es schade, wie es gelaufen ist. Man sieht, dass wir im Moment nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen nach den beiden Unentschieden gegen die Aufsteiger und es ist eine sehr, sehr bittere Niederlage, weil wir uns wirklich viel vorgenommen haben. Wir waren aber ja einmal kurz richtig dran, sind also halt einmal in Führung gegangen. Da hättet ihr jetzt ja auch den Hebel ganz umlegen können. Das hat nicht geklappt, weil? Ja, wie gesagt, weil wir im Moment nicht wirklich konstant spielen. Ne? Das ist eine Phase, wo wir dann wirklich auswärts die Halle ein bisschen ruhig kriegen, selber irgendwie mit einem guten Gefühl da hinten stehen. Und dann, ich glaube, sogar in Überzahl führen wir mit einem Tor und verlieren, glaube ich, die Überzahl sogar 2-0. Und das ist halt... man sieht, dass wir die Sachen nicht konsequent genug spielen und dass wir in allen Mannschaftszeiten da irgendwo das Selbstvertrauen im Moment nicht da ist. Und ja, wie gesagt, sehr schade und im Endeffekt verdient für Lemgo, auch wenn es am Ende zu hoch war, aber davon können wir uns auch nichts kaufen. Kopf hoch, weitermachen, toi 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 für den nächsten Spieler. Danke, schönen Tag noch, tschüss.